Ja, hallöle Freunde der guten Laune, beste Unterhaltung und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zum nächsten Reaction rund um den bald zukünftig erscheinenden Taxi Life City Driving Simulator, der schon am 7. März, also kommende Woche, released wird für die Xbox Series X, PS5 und natürlich für den PC. Und ich bin schon richtig gespannt. Ich werde mir die wahrscheinlich PC und aber Xbox Series X Variante kaufen, um einfach euch die Konsolenversion zu zeigen, aber auch die PC-Version hinblickend darauf, das Ganze auch ganz gerne mit einem Unreal Engine VR-Mod auszuprobieren. Heute in diesem Video geht es um den Management-Gameplay-Trailer, der vor 4 Tagen veröffentlicht wurde und auf den möchte ich ganz gerne mit euch reagieren. Untertitel ist eingeschaltet, damit ich, aber auch ihr vielleicht, die nicht unbedingt dem Englischen so sehr mächtig sind, auch verstehen können, worum es hier geht. Und ich werde ab und zu mal ein bisschen Pause machen. Wir werden darauf gemeinsam reagieren, was uns denn hier erwartet. Ich freue mich hier. Ich bin sowas von gehypt. Ganz kurze Anekdote nochmal am Rande. Als GTA 6 Trailer, ich glaube November rum, erschien es, kam, glaube ich, zum selbigen Zeitpunkt auch der Taxi Live City Driving Simulator, der Trailer heraus. Und irgendwie war ich, ehrlich gesagt, schon fast mehr von diesem Simulator gehypt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist es so und ich freue mich tierisch schon. Also, legen wir los. Hello and welcome to Barcelona. I'm Diego. Welcome to the company. Today, new guy, I'm going to explain the nuts and bolts of being a cabbie. So listen carefully, or you're not touching a steering wheel. The core tenet of being a driver is in the name. It's driving. And it's gotta be flawless. I'll assign you the right car for the right job. For example, this one is fast with high acceleration. I give it to my drivers when they're assigned to areas far from the city center, especially during night shifts when the traffic is less intense. I regularly buy new vehicles. Okay, also es geht ja auch speziell darum, welche Fahrzeuge wir alles haben. Ihr müsst dazu wissen, bei Taxi Life haben wir auch einen richtigen Wirtschaftsmodus. Das heißt, nicht nur wir fahren Taxi und verdienen Geld, sondern wir holen uns auch Angestellte mit rein ins Boot in unsere Firma. Die müssen wir natürlich auch ein Fahrzeug geben und die müssen natürlich dann auch ihre Schichten bewältigen und Fahrgäste von A nach B bringen. Und hier redet gerade der Protagonist darüber, welches Taxi er vielleicht womöglich seinen Kollegen oder seinen Mitarbeitern gibt, damit es sich so ein bisschen rentiert. Also Fahrzeuge, die vielleicht relativ schnell sind, effizient sind, sollen denn doch eher außerhalb eingesetzt werden, damit denn dort Leute von außerhalb eher Richtung Zentrum kommen. Alles innerhalb vom Zentrum kann ruhig schon ein bisschen gemächlicher sein, kann auch vielleicht bei Weitem nicht so effizient bzw. einfach nicht so kraftvoll sein, damit wir halt einfach auch hier und da ein bisschen Benzin sparen. I regularly buy new vehicles with the profits, and believe me, I only pick the best. The car you drive must also be immaculate. I've made sure that the exterior is attractive and the interior comfortable, so that all that's left is to clean it and make sure you refuel or recharge at a service station. Trust me. Und ja, wir können uns das Ganze auch so gestalten, wie wir es gerne möchten. Angefangen natürlich bei der Lackierung. Wir haben gerade gesehen, einen kleinen Heckspoiler können wir uns auch hinbasteln. Oder das Inneninterieur können wir auch bearbeiten und herrichten, wie wir es gerne haben möchten. Customers won't let you live it down if you run out of gas with them in the back. Oh, speaking of customers, this is a job that demands great people skills. They'll often have requests or start conversation and can be very generous with tips if you keep them happy. You'll meet some who are challenging. The other day, one guy asked me to get to his destination as fast as possible, rules be damned. Not an easy task in a city like Barcelona. It's easy to get caught on one of the one-way streets. But he told me I didn't have to worry about fines. And strangely enough, he was right. I've also met the opposite. People with their seatbelts tucked so tight, their eyes bulge out of their sockets, demanding you don't break a single rule. For them, if Und ja, das hatten wir ja auch schon so ein bisschen kennengelernt und herausgefunden, dass wir natürlich auch mit den Fahrgästen interagieren müssen. Also die Fahrgäste steigen nicht nur ein und sagen, fahr mich mal jetzt hier von A nach B, sondern sie haben halt gewisse Bedürfnisse. Sei es zum Beispiel, wenn euer Radio einfach vielleicht ein bisschen zu laut eingestellt ist, dann solltet ihr es vielleicht zumindest ausschalten, Fenster öffnen, aber auch einfach mit ihnen ein bisschen reden, über die Gegend ein wenig quatschen und dementsprechend gibt es einfach auch mehr Trinkgeld. Oder aber auch,
Fahrgäste wollen ganz gern, dass ihr explizit ein bisschen schneller fahrt, vielleicht auch so ein bisschen gegen die Straßenverkehrsordnung verstößt. To get to his destination as fast as possible, rules be damned. Not an easy task in a city like Barcelona. It's easy to get caught on one of the one-way streets. But he told me I didn't have to worry about fines. And strangely enough, he was right. I've also met the opposite. People with their seatbelts tucked so tight, their eyes bulge out of their sockets, demanding you don't break a single rule. For them, if you forget to signal before turning, that's it. Also wir haben natürlich auch jetzt anscheinend Fahrgäste, die auch sehr penibel sind. Ihr müsst dementsprechend auch ein bisschen dafür sorgen, dass ihr ordentlich fahrt. Es gibt die Touristen, die das relativ egal sind, aber es gibt auch die Leute, die vielleicht da leben oder halt auch Touristen, die da wesentlich penibler sind. Wenn ihr vielleicht euch nicht ganz so an die Straßenverkehrsordnung haltet, vielleicht den Blinker ein bisschen zu spät setzt und dann monieren die das. Und das geht natürlich ab von eurem Trinkgeld. But don't worry, most clients are just normal tourists. You can also count on your colleagues to give you advice. Meet Mia. She's a VIP driver. She'd never damage a car, so I entrust her with the cream of the crop. There are a lot of customers who like to travel in luxury cars around Villa Olympica. Sadly, she has a habit of bringing them back dirty, but nobody's perfect. If you can be half as serious as her, maybe I'll let you ride in one of my jewels. Just don't take her off-road. Okay, also jetzt ging ja auch so ein bisschen mehr darauf ein, wie es mit unseren Angestellten aussieht. Denen geben wir natürlich irgendwelche besonderen Schichten. Die können wir natürlich auf bestimmte Orte einweisen oder anordnen, dass die dort fahren sollten. Und wir müssen natürlich so ein bisschen gucken, wer ist dafür wirklich gut gemacht. Wer meldet sich vielleicht zu oft krank? Wer macht Fehler mehr? Baut hier und da vielleicht mal einen Unfall? Und denen geben wir nicht unbedingt die Schicht, die am profitabelsten von allen ist, weil es vielleicht eine Gegend ist, wo Leute sehr oft ein Taxi rufen, sehr gerne mal Trinkgeld geben oder generell sehr gerne einfach ein bisschen mehr Geld ausgeben. Und wir können unseren Mitarbeitern auch Bescheid geben, dass sie den Wagen zum Beispiel reinigen sollen. Das heißt, nach der Schicht soll der Wagen, wenn sauber, wieder zurückgegeben werden. Half as serious as her? Maybe I'll let you ride in one of my jewels. Just don't take her off-road. But before that, experience, experience, experience. Taxi driving is a job where you improve every day. The same goes for me. I'm improving my skills as a driver and as a manager. And I want my employees to improve in the area. So, und er hat es ja auch gerade kurz mal erwähnt, bevor wir überhaupt an Mitarbeiter denken können, an einen größeren Fuhrpark, müssen wir Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung sammeln. Das heißt, fahren, fahren, fahren. Wir werden bestimmt erst einmal nur für uns fahren. Dafür haben wir aber auch einen kleinen Fähigkeitsbaum, wo wir rund ums als Fahrer, aber auch als Manager hier und da immer mehr verbessern können. Sei es zum Beispiel wahrscheinlich beim Fahren, dass wir weniger fürs Tanken bezahlen oder vielleicht, sagen wir mal, weniger Sprit prozentual verbrauchen. Dass wir zum Beispiel bei einem möglichen Abschleppdienst auch später weniger zahlen können. All solche Sachen können wir später in diesen Fähigkeitsbaum freischalten. Taxi driving is a job where you improve every day. The same goes for me. I'm improving my skills as a driver and as a manager, and I want my employees to improve in the areas where they're not as good. I hope you'll enjoy working with us. Barcelona is a challenging city, but I wouldn't change it for the world. Now get out there! Genau, get out sehr. Also ich bin richtig doll gehypt. Es liegt einfach daran, dass ich ja sowieso sehr gerne Sim-Racing-Spiele spiele, sehr gerne mit dem Lenkrad hier hantiere, aber auch generell einfach für euch gute Unterhaltung biete. Und ich habe einfach Bock, auch selbst in Madrid vielleicht mal hier und da mich ein bisschen zu beeilen, um unseren Fahrgast von A nach B zu bringen. Aber selbst wenn es vielleicht ein bisschen heißt, in Wash-Hour zu stehen, dass wir uns einen richtig schön gemütlichen machen und wir einfach mal darauf so hoffen und pochen können, was hier wirklich uns Taxi Life City Driving Simulator alles so in der offenen Welt darstellt. Vielleicht, wie gesagt, haben wir auch halt KI-Fahrzeuge, die Unfälle bauen, die irgendwelche Dämlichkeiten machen, wo wir uns aber daran so ein bisschen ergötzen und
uns unterhalten lassen. Ich freue mich schon mal tierisch auf den Taxi Live City Driving Simulator. Das Ganze erscheint, wie gesagt, am 7. März. Für die Konsolen geht der Preis, der Spaß, bei 39,99 los. Für 5 Euro mehr kriegt ihr nochmal eine Special Edition mit ein bisschen mehr Interieur und verschiedensten Sachen, um euer Fahrzeug zu verschönern. Für den PC sollte das Ganze auch bei 39 bzw. vielleicht auch bei 34,99 liegen. Freunde, das war's gewesen. Das war der Trailer zum Management-Gameplay gewesen. Mehr wird, denke ich mal, jetzt von Taxi Live auch nicht mehr kommen an Informationen. Es wurde alles schon gesagt. Für mich ein erstes, beziehungsweise nicht das erste, es gab schon einige Highlights jetzt Anfang dieses Jahres, aber eins der wirklich sehr, sehr großen Highlights hier aktuell im Jahre 2024. Ich bin auf alle Fälle gespannt. Ich freue mich schon darauf, euch das nächste Woche, ich glaube Mittwoch oder Donnerstag zu präsentieren, wenn nicht auch sogar Freitag. Und wir sehen und hören uns. Macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.